Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin wieder zum Staubritter gereist. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und werde es jetzt nochmal probieren. Mir graust's ein bisschen davor. Ich habe große Motivationsprobleme gehabt. Danke für den Hinweis. Große Motivationsprobleme gehabt, jetzt gerade hier Dark Souls zu starten. Wir machen jetzt mal eine Aufnahme und schauen, wie es läuft. Okay, let's go. Eine Nacht geschlafen. Vielleicht klappt es jetzt besser. Ich hatte heute auch null Kopfschmerzen, das ist schon mal gut. Oh oh, da geht's schon los. Shit. Ich muss unbedingt mehr ausweichen. Das Schild reicht einfach nicht aus. Ich muss bei dem Stich, den er nach vorne macht, kann ich ausweichen statt zu parieren, Schild hochzuhalten. Und das muss ich mir angewöhnen, weil sonst die Ausdauer nicht reicht. Nicht nach da hinten, bitte. Aua. Da war er wieder. Der... Oh, fuck. Styropor-Schwert, Rückhandangriff. Nun. Geht ja gut los. Scheiße. Schon wieder probiert. Mist, das war's. Ach, come on. Ja, da bin ich jetzt aus der Ausdauer raus. Boah, okay. Zu spät gesoffen. Reicht noch. Okay, gut.
Geh bitte nicht darüber, Kollege. Können wir gerade nicht brauchen. Ah ja. Styroporschwert, Rückhandangriff am Start. Oh nee, er muss als ersten den machen. Im dritten Versuch in die zweite Phase gekommen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich glaube, nichts anderes in diesem Spiel wird mich so sehr kaputt machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas Schwierigeres kommt für mich als das. Ich hoffe, diese Aussage werde ich nicht bereuen, so wie gestern. Als ich gemeint habe, den relativ schnell platt machen, ey. Ah ja. Da war ich einfach unaufmerksam tatsächlich. Fuck. Fuck und tot. Leute, ey. Und rein. Oh oh. Das war okay. War nicht so viel Schaden. Fuck. Ja, jetzt bin ich wieder aus der Ausdauer raus. Okay, gut. Es hätte schlimmer enden können. Nee, zu wenig Ausdauer. Oh, Kacke. Ich hab zu spät gesoffen. Aber es ist nochmal gut gegangen. Uff.
No. Ja, okay. Zweite Phase war ich einfach noch nicht so oft, dass ich die Bewegungen gut genug kenne, um da richtig auszuweichen. Ah. Mann, 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 Mann. Da bin ich auch voll fokussiert, ey. Keine Chance, dass ich irgendwas erzählen könnte oder so. Ich bin da gerade... Sobald es hier losgeht, schaltet mein Kopf ab. Na, ich habe auf Saufen gedrückt, aber diesmal wollte er nicht. Ich habe sogar extra feste gedrückt, das habe ich mir angewöhnt. Danke. Damit das auch auf jeden Fall triggert, aber in dem Fall lag es tatsächlich nicht daran, dass ich nicht feste genug gedrückt hätte oder sonst irgendwas. Sondern es ist wirklich irgendwie schluckt... Er da die Eingabe. Ah, schon wieder so viel zu viel gewollt. Ich will es dann halt auch ein bisschen schneller zur zweiten Phase bringen, weil ich einfach keine Lust mehr habe, so lange darauf zu warten. Aufgegeben nach 30 Stunden? Krass, also wenn ich 30 Stunden ins Spiel gesteckt habe, heftig. Okay. Da bin ich auch mal gespannt. Da gibt es einen Gegner anscheinend, der so richtig heftig ist mit Parieren. Ah, nee. Scheiße, da kam noch einer. Oh oh, ah, Glück gehabt. Mist, jetzt habe ich auf den Chat geguckt. Nochmal gut gegangen. Zu wenig Ausdauer, aber er macht einen guten Schlag für mich. Er ist eigentlich zu wenig Ausdauer hierfür. Aber es geht. Ich muss ein bisschen Abstand kriegen jetzt. Wegen Ausdauer. Ups. Da habe ich vergessen zu parieren. Nicht parieren. Schild hochhalten.
Ah, fuck. Schon wieder zu viel Schaden gewollt. Das darf ich nicht machen. Ich denke immer, ich habe genug Zeit, um noch mir an die Eier zu kraulen, aber nee. Elden Ring ist am besten, wenn man es linear spielt, einfach straight durch. Okay. Magier mit Nahkampf, okay, das klingt witzig. Jetzt ist Poor Bay. Nee, ist es nicht gut. War einfach ein bisschen schlecht. Komm her, du. Mist. Ich habe Rollen gedrückt, aber zu spät, leider. Schadensstaub. Magie-Builds sind in Elden Ring zu stark und in Dark Souls zu leicht, zu schwach. Okay. Ja, das mit Magie habe ich noch überhaupt nicht verstanden in Dark Souls, ehrlich gesagt. Ich habe mir da schon ein bisschen Sachen durchgelesen und ich weiß, wie es funktioniert, aber also nicht verstanden im Sinne von, ich verstehe nicht, was ich dafür tun müsste. So, aber ich habe das Gefühl, so ein Cast von einem Zauber dauert 100 Jahre. Warum sollte ich mir das in einem Bosskampf antun? Voll nervig. Du musst die ganze Zeit wegrennen, um dann einen Zauber zu casten. Das wäre mir irgendwie zu blöd. Da kann ich eigentlich, wenn ich es schaffe, da auszuweichen, ne, kann ich ihm eine mitgeben, easy. Du Sack. Mit deiner Rückhand, ey. Nee, nee. Schon gesehen, was da dein Plan war, Kollege. Komm, hau mich noch mal. Seltsam, dass ich da jetzt keinen Damage durch sein Knie gekriegt habe. Verstehe ich nicht ganz. Da war ich einfach super mutig, ihm da zwei mitzugeben, anstatt nur einer. Und es war... Eigentlich hätte ich Knieschaden kriegen müssen. So wie es die letzten Male war. Hm.
Mist. Oh oh. Naja, aus dem Rhythmus rausgekommen irgendwie. Zu viel gelabert. Viel aufs Knie konzentriert, obwohl es nicht mehr wichtig war. Verdammte Axt. Diesen Loot, den man verliert, ne? Obwohl da nichts mehr ist, man will ihn trotzdem jedes Mal aufsammeln, weil es halt irgendwie irritiert, dass da dran steht, Blutfleck berühren. Eigentlich könnte man das auch liegen lassen. Es ist einfach nur Ablenkung in dem Moment. Okay. Nee, zu wenig Ausdauer. Aufs Knie. Aufs Knie. Und aufs Knie. Komm her, du Nasenbär. Hau mich doch, wenn du dich traust. Das wäre wieder so ein Knieschaden-Moment gewesen eigentlich. Oh oh, da kommt noch eine Schelle hinterher. Das wäre eigentlich auch wieder, hätte ich Knieschaden kriegen müssen. Keine Ahnung, warum nicht. Nee, wir wollen dich nicht da drüben haben. In die Richtung. Oh oh. Scheiße. Ach, come on. Aus dem Rhythmus rausgekommen durch, keine Ahnung, er hatte irgendwie einen blöden Ablauf, der mir nicht in meinen Blocken ausweichen, angreifen reingepasst hat. Ab DS3 macht Magie, das macht Magie Sinn, okay. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwann mal die Magierkeule auspacken soll. Weil, also waffentechnisch bin ich ja doch sehr... Aber ich bin ich doch... Ja, benutze ich Verschiedenes. In Dark Souls 1 hatte ich hauptsächlich die Axt, das Drachengroßschwert hatte ich dann noch. Jetzt hier in Dark Souls 2 auch mit einem großen Schwert zwischendurch. Dann am Anfang Hellebarde, zwei verschiedene. Also bin ich schon abwechslungsreich, hätte ich gesagt.
Da war ich mir gerade nicht sicher, ob ich genug Ausdauer habe, um den Angriff zu wagen. Da hätte die Zeit eigentlich reichen können. Das Schwert zu heben. Da war so eine Stelle gerade, wo er mir relativ viel Schaden durch seinen Scheiße. Tot. So gut wie tot. Shit, ey. Warum? Seltsam. Hoho. Mal in die andere Richtung hier ausgewichen an der Stelle. Dass das funktioniert hat. Ich bin überrascht. Immer nur einmal. Immer nur... Ja, bis zu Phase 2 komme ich gerade relativ konsistent. Lies of P hat man keine Wahl, also man muss Magie benutzen oder was? Oder es gibt keine. Warte mal kurz, bis meine Ausdauer wieder da ist, Jung. Zu wenig Ausdauer. Mist. Keine Magie in Lies of P, Pi, Pi, wie auch immer. Und jetzt kriege ich eine. Uah. Und die Rückhand. Scheiße. Ach Mann, ey. Kannst du mal aufhören, immer dreimal mit deinem kleinen Zahnstocher zu schlagen? Das nervt. Weil dann kann ich nämlich nicht... Dann kann ich dir keinen Schaden machen, wenn du mich mit deinem kleinen Zahnstocher penetrierst. Die ganze Zeit. Jetzt muss ich mich an der Nase kratzen, so ein Mist.
Ah ja, die Schelle. Die Schelle von hinten. Schelle, Schelle. Schellau. Oh, scheiße. Jetzt schon? Oh, das ist ärgerlich. Und ich habe zu spät, glaube ich, gesoffen. Ja, keine Ahnung. Da muss ich... Bei dem muss ich nah ran und dann links an ihm vorbei. Dann geht das. Besser als in Souls Games und das Erkunden der Gegend lohnt sich dort sehr, da du dies zum Leveln deiner Charaktere brauchst, was du findest, gewisse dafür nötig. Abhängig von der Zeit, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass man irgendwie das beeinflussen kann, wann Phase 2 kommt. 92% positiv auf Steam, du meinst jetzt Lies of P? Andere sagen der größte Shit. Achso, Lies of P, ja, okay. Nee, ich glaube, es ist schon sehr gut. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Spiel. Ich denke, mir würde es sehr taugen. Ich hab gedacht, irgendwie die Phase 2 hängt davon ab, ob sein Schwert irgendwie rot leuchtet oder nicht, aber das hat sich irgendwie auch nicht, habe ich nicht erkennen können. Und den kann ich immer noch nicht. Weiß ich nicht, wo ich hin soll zum Ausweichen. Gut. Diesmal ist er recht gnädig mit seinen Timings und mit seinen Angriffen. Das spielt mir gerade ein bisschen in die Karten. Nur den, da bin ich immer noch ein bisschen überfordert mit. Boah, der zieht mir die gesamte Ausdauer runter, ey. Das ist so krass. Kein Knieschaden. Sah für mich in dem Moment wieder nach Knieschaden aus. Fuck off, nein! Prozent HP, außer es dauert zu lang. Irgendwie sowas, ja. Bin schon wieder eine Stunde dran. Aber zumindest komme ich fast eine Stunde jetzt. 53 Minuten. Nee, Quatsch. 35 Minuten erst. Ich bin eine Stunde am Stream, so. Entschuldigung. 35 Minuten am Boss. Also alles easy. Alles easy. Zumindest komme ich wesentlich besser in Phase 2. Ich glaube, das war nicht gut, doch es reicht noch.
Komm mal ein bisschen her. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Ah, jetzt habe ich zu spät gesoffen. Fuck. Aber es war okay. Okay. Oh oh. Schlong. Aber nichts kommt über diesen Boss mit dem Glockenhammer, ey. Das war so witzig. Ich habe den so gefeiert. Diesen Sound, den er macht, wenn er dich getroffen hat. Einfach gigantisch gut. Dong. So eine schöne Kirchenglocke, ey. Großartig. Oh oh, scheiße. Theoretisch würde es reichen, dass ich noch ausweichen kann, nachdem er das macht, aber nur theoretisch. Oh, kacke. Nauf! Ah, ich sehe sein Schwert auch nicht mehr richtig. Ich weiß nicht, wie er es hält. Ich sehe nur einen groben roten Flammenberg, der da vor mir ist, und versuche mir darauf auszumalen, was jetzt passieren könnte. Ich habe das Piepen gehört, das heißt eigentlich der langsame lange Schlag, aber das habe ich gerade nicht umsetzen können, mir da ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Er hat überlegt, ob er die Rückhand mir geben soll. Er hat's überlegt. Hat abgewartet, ob ich einen Move mache. Oder nicht. Ja, ich hab noch ein bisschen. Ach, hier war wieder ein Schlag, der hinter mich gegangen ist und deswegen konnte er mich treffen. Er hat von über mich drüber das Schwert gehalten und mir von hinten in die Füße gestochen und mir den vollen Schaden damit gemacht. Deswegen bin ich hier gerade gestorben. Ich habe mein Schild die ganze Zeit oben gehalten. Man hat es leider nicht gesehen, was außerhalb vom Bildschirm war. Aber der Treffer kam gerade von hinten von ihm. Steel Rising. Ist das nicht so ein... Ist das nicht das Roboter-Ding?
fand ich, sieht mega geil aus, ehrlich gesagt. Mal so ein ganz anderes Setting für so eine Art von Spiel. Wäre voll mein Ding, ey. So ein bisschen Zukunftsding auch mal zwischendurch. Da gibt's ja noch so ein anderes. Ich glaube, das war im Warhammer-Universum. Gab's doch auch mal eins, oder? Nee, stimmt gar nicht. Das mit dem Exosuit. Das würde ich mir auch gerne mal angucken, glaube ich. Welches war denn das? Das habe ich auch noch nicht. Also ich habe noch gar kein Souls in irgendeiner Form gespielt. Das ist ja hier wirklich das allererste Mal für überhaupt das Genre an sich. Ich habe die anderen Dinger immer nicht angefasst, weil ich gesagt habe, ich will erst Dark Souls besiegen, bevor ich mich an die anderen mache. Und wir sind dabei. Wir sind dabei. Ich bin dabei, ihr seid dabei. Ich habe die erste Phase von dem schon so drin, ne, dass ich tatsächlich mit euch quasseln kann. Ich kann zwar nicht lesen, aber ich kann quasseln. Wir könnten das Ganze beschleunigen. Was willst du hier beschleunigen? Kann man den cheesen irgendwie oder was? Was ist da der Vorschlag? Ach so, nee, also pass mal auf, ey. Ich meine, wenn ich es gar nicht hinkriegen sollte mit dem hier, dann hole ich mir einfach ein... Ach scheiße, ich habe gerade gesehen, dass er sein Schwert noch oben hat. Dann hole ich mir einfach hier so einen Heinrich dazu. Fuck. Nicht Spieler, so ein Ingame-NPC-Boy. Wobei, der lockt mir den wahrscheinlich in das Heilding. Dark Souls in French Revolution mit Robotern. Wild. Nur der dunklen Macht unterliegen. Okay. Du bist die dunkle Macht, Daniel, oder wie? Tip Time. Ich glaube nicht, dass ich hier... Also ihr könnt ja mal sagen, ob es tatsächlich was gibt, das den Boss wesentlich einfacher macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dem hier was gibt, was es einfacher macht, ehrlich gesagt. Mist. Ich hätte reinrollen sollen in sein Schwerdel. In sein Schwerdel. Naja, die Rückhand. Styroporschwert, Rückhandschelle, die man hier kriegt. Ab und zu mal. Okay, ich dachte, ich komme vielleicht weit genug weg.
Komm! Ich habe, während er mit dem kleinen Schwert zugehauen hat, noch angefangen zu saufen, aber... Ah ja, man muss ja erstmal lesen, was auf dem Etikett steht, bevor man trinkt, ne? Du glaubst mich an. Finde ich auch gut. Ja, ich fühl schon auch ein Ende von der ganzen Nummer hier. Ich bin nur in der zweiten Phase aktuell einfach in Panik. Das ist... Die zweite Phase ist gefühlt wesentlich einfacher als die erste. Also wenn da sonst nichts mehr kommt, außer seine Punzel, die er da am Start hat. Ah, das war zu mutig. Ach komm, Mann. Null Iframes. Ausweichen und Großschwert einhändig. Du redest mir schon, seitdem du aufgetaucht bist. Vor 2, 3 Wochen oder so. Ach, seitdem du irgendwo ein wildes Daniels erschienen aufgeploppt ist bei mir. Im Schlaf. Redest du von diesem einhändigen Ultra-Großschwert, ey. Das ist unglaublich. Ja, eben. Also in Phase 1 brauche ich schon den Block gegen den Zahnstocher. Ach, fuck. Schon wieder. Das wird nix. Er hat schon wieder einen Rhythmus, der wieder meinem gelernten Zeug ist, glaube ich. Das wird jetzt nochmal irgendwann passieren, dass er was tut, was meine Ausdauer komplett runterfrisst. Gibt eine Waffe, die du noch mehr magst. Okay. Tun Sie das bitte nicht, Herr Daubritter. Ah, Styro. Nee, ja, es war keine Styropor-Schwert-Rückhandschelle, nur eine normale Rückhandschelle. Die hätte ich sehen können. Da hätte ich mich drauf vorbereiten können. Da war die Styropor-Schwert-Rückhandschelle. Hauen Sie mich bitte, damit ich heilen kann. Ah, Styropor-Schwert. Guck mal an.
Ha? Na komm. No. Ja, klar. Ach, Schande über dich. Nein, ich muss ja mitlaufen oder einfach geradeaus drauf zulaufen auf so ein Ding. Oder stehen bleiben, aber nicht entgegenlaufen. Das ist das Schlechteste, was man tun kann. Ja, es war nicht mal 360 Grad. Der ist nicht ganz 360 Grad, der Schwung, den er da macht. Aber ich bin so blöd rausgerollt, dass ich in das Schwungende reingerollt bin. Ich glaube, er hat nicht ganz 360 Grad. Es gibt eine kleine Lücke hinter ihm. Aber ich bin leider zu weit rausgerollt. Komm her jetzt. Start. Ah! Nie! Ritter vom Knie! Wisst ihr Bescheid, ne? Hau mich, bitte. Da ist schon wieder, da war ein Animationsfehler, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ob das so gut ankommt auf Twitch. Also quasi, das Schild war schon oben und er musste, weil irgendwie die Hitbox vom Schild vielleicht noch nicht oben war oder so, hat er einen Animationsfehler draus gemacht. Da ist das Schild dann ganz komisch zur Seite weggezubbelt. Da kann ich eigentlich, wenn er das macht, unten in die Richtung genau so durchrollen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht öfter tue. Da hätte ich viel mehr Ausdauer. Als mich da treffen zu lassen von der Styroporschwert-Rückhandschelle. Ah, ich habe zu spät gesoffen, glaube ich. Nee, es reicht noch.
Da war ich jetzt selber dumm. Oh oh, reicht glaube ich nicht, ne? Nein, ich bin schon wieder rein. Fuck. Nee. Wenn er es beidhändig über seine linke Schulter hält, muss ich nach rechts ausweichen. Da kann ich nicht nach links. Da trifft er mich. Boah, das im Kopf zu behalten und auswendig zu lernen. Kostet mich nochmal eine Stunde. Mann, 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 Mann. Ich reg mich auch schon gar nicht mehr über diesen ganzen Unsinn auf, ey. Ich hab's akzeptiert. Als das, was es ist. Ja, so mache ich ihm ein bisschen mehr Schaden am Anfang. Ah, fuck. Mein Gott. Oh, mich würde es ja so interessieren, ob das optionaler Unsinn ist, den ich hier probiere, oder ob das tatsächlich Story, dass das Spiel zum Ende bringt. Ich glaube, dass ich es machen muss, aber es eine geringe Restchance besteht, dass das hier nur optional ist. Weil dieses komische Nadja-Gedöns und so, das verstehe ich nicht. Oder Friederike, ach, keine Ahnung, wie sie heißt. Das wirkt für mich sehr optional irgendwie. Kann ich eigentlich nach rechts ausweichen, wenn er das macht? So durch, wie hier auch. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht tue. Komm, jetzt verprügel mich endlich mal ordentlich hier. Scheiße. Und da spießt er mich auf. Ups, ich habe Schild hochhalten gedrückt, aber ja, ich glaube, durch das auf ihn zulaufen, das ich gemacht habe, hatte ich dann nicht genug Zeit, bis sein Schwert bei mir war. Bisher bin ich immer rückwärts gelaufen, wenn er auf mich zugerannt ist. Diesmal bin ich auf ihn zugelaufen. Hab dann Schild hochhalten gedrückt und dann reicht's natürlich nicht mehr aus, weil ich dann 2-3 Meter näher an ihm dran stehe. Das war nix. Das war nix. Schade, hat sich so schön angefühlt und dann mache ich Unsinn. Und dann mache ich unaufmerksamen Unsinn, Flüchtigkeitsfehler. Wie man so schön sagt.
Nee. Komm hierher, bitte. Lass uns nur hier drüben kämpfen, wenn es geht. Vor allem, tatsächlich macht der Zweihänder einhändig gar nicht mehr Schaden als das Katana. Ich hatte das probiert. Ich habe es getestet. Der Zweihänder macht nicht mehr Schaden, wenn ich den einhändig nehme. Und zwar, weil ich so viel Beweglichkeit geskillt habe, dass das Katana da mit A natürlich echt heftig mitskaliert. Ach komm, jetzt hör auf mit dem Schmutz. Lass mich dich stechen. Und warum rolle ich nicht einfach durch unter dem? Ja, so, ganz easy. Kann ich zwei Hits machen, anstatt nur einen und wieder ewig warten muss. Doing. Oh oh. Blöd. Was? Du willst dich transformieren, ich weiß. Aber ich bin dir irgendwie zu nah dran oder so? Keine Ahnung. Ich verstehe es. Warum? Mann! Ich wollte nicht in Panik ausweichen, aber dann war es zu spät. Dann bin ich zu spät ausgewichen. Mein Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas in Dark Souls 3 schwieriger ist. Wie gesagt, solange es fair ist. Hier musste ich ja erstmal noch verschiedene Sachen lernen, die nicht gut animiert sind. Und wenn... Es gibt so viele Leute, die behaupten, dass die Hitboxen besser sind und dass es besser animiert ist und lauter so ein Zeug. Und wenn das der Fall ist, ich musste ja hier wirklich erstmal lernen, welchen Quatsch ich machen kann und welchen nicht, wo ich Knieschaden krieg, wo er Styroporschwert hochhebt und so, was einfach keinen Sinn gemacht hat von der Charakteranimation und lauter so ein Zeug. Dass ich, mit dem ich erstmal klarkommen musste und meinen Frust besiegen musste, weil es so kacke aussieht. Also der Gegner an sich, der sieht ganz cool aus. Aber es gibt die ein oder andere Animation und the Movement, das nicht. Das war jetzt legit, weil er hat aus dem Schwung in den anderen Schwung gemacht. Schlimm ist es nur, wenn sein Schwert eigentlich schon unten ist und dann plötzlich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden plötzlich über seiner rechten Schulter ist, damit er den Schwung machen kann. Das geht halt gar nicht. So, hier habe ich kein Problem damit. Da, super, gar kein Thema. Das war absolut fein. Gute Animation hat gepasst. Aber diesen anderen, den gibt's halt noch.
Nee, diesmal habe ich gedrückt und er wollte nicht. Er wollte nicht. Ey, komm! Das gibt's nicht. Ach, Mann. 1:08. Du. Bei der zweiten Phase. Wenn es nicht so ewig dauern würde, um überhaupt erst in die zweite Phase reinzukommen. Aber man ist ja da ewig beschäftigt. Mann, ey. Ja, da habe ich Schild runtergenommen. Jetzt ist er gerade gnädig mit den Patterns. Warum rolle ich da nicht durch? Kann ich easy durchrollen? Mist. Ich hätte einfach hämmern müssen. Ich darf jetzt nicht getroffen werden. Durch irgendeinen Unsinn. Ja, jetzt kann ich saufen. Ah, scheiße. Erstmal in die falsche Richtung prügeln. Ah, fuck. Ich habe nicht gesehen, wie viel Ausdauer ich habe. Ah, zu spät gesoffen. Ja. Nee. Scheiße. Oh, gnädig. Puh. Und ich block nicht, weil ich dachte, ich werde weit genug weg. Aber hinter mir war die Wand. Ich glaube, ich bin nicht mehr zurückgelaufen, sondern gegen die Wand. Nein, das ging so schnell. Machst du 1 Stunde oder willst du wieder doppelte Länge machen? Ich mache jetzt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich doppelte Länge mache. Keine Ahnung. Kann ich noch nicht sagen. Ein Versuch geht noch, genau. So sieht's nämlich aus. Ach komm, einen Versuch kann ich noch machen. Oh, da war ich jetzt gerade. 1 Stunde. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Nee, Lies of P zwischenschieben ist auch nichts. Das ist Quatsch. 2 Spiele gleichzeitig anfangen, das ist Unsinn. Also das meine ich, weil da komme ich dann nur mit Steuerung durcheinander und ich bin auch keine 20 mehr. Scheiße. Ja, lieber den kleinen Schaden nehmen als den großen.
Komm. Auf was wartest du? Im Herzen, ja, das schon irgendwie. Okay. Das wäre gerade wieder eigentlich Knieschaden gewesen. Habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. So nämlich. So geht das. Okay. Keine Ahnung. Scheiße. Tot. Nein, überlebt. Bevor ich irgendeine weitere Aktion mache, muss ich Ausdauer sammeln. Ah, okay, guck mal. Fuck. Und dann reicht's nicht, dass ich hinter ihn roll, weil er sich wieder, ohne dass er Animation hat, mit seinen Rollen unter den Füßen sich hinter mir herdrehen kann, weil ich magnetisch bin. Ah! Das ist es! Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Der ist magnetisch, beziehungsweise irgendwas an mir oder mein Schild. Mein Riesenschild. Deswegen kann er mir einfach, zieht's ihn hinter mir her. Scheiße. Aber ich brauch das Schild. Ja, jetzt hab ich's gelernt. Jetzt hab ich's schon gelernt, mit Magnetismus klarzukommen. Passt. Krieg ich hin. Ja, wenn das verschiedene Genres sind, dann geht das schon, Daniel. Aber nicht das gleiche Genre, das macht mir dann Schwierigkeiten. Zu viel gewollt. Oh, da dachte ich, da kommt noch eine von ihm. Das hat mich jetzt verwirrt, dass ich vor ihm gerollt bin und ihn wahrscheinlich auch.
Oh Gott, was habe ich getan? Gut, das hat aus irgendeinem Grund funktioniert. Bisher war sowas immer mein Tod. Oh, wow. Die kam unerwartet. Die Rückhandschelle. Das passiert ganz selten mal, dass er das macht. Scheiße, ich muss doch da ausweichen. Ich weiß es doch. Was er machen muss, ich muss den Boss killen. Du hast... Es gibt aber eine Möglichkeit, die ich machen kann, Daniel. Die ich machen kann. Ich muss das nicht tun, so wie ich sehe hier. Beziehungsweise, vielleicht muss ich den Boss nicht töten. Das wäre tatsächlich ein, du musst ihn gar nicht töten. Geh einfach das Spiel beenden und zwar dafür, so und so. Dahin gehen, dann ist das Spiel beendet. Das wäre ein du musst. Alles andere, was damit zu tun hat, dass ich diesen Boss so oder so besiegen muss, um zum Spielende zu kommen, wäre ein, du kannst noch dies tun, dann machst du es dir einfacher. Kannst. Ich muss hier überhaupt nichts. So, Deutschstunde vorbei. Warum? Das war jetzt die Styropor-Schwert-Rückhand. Wenn ich zum Ende will, muss ich was machen. Ja, davon gehe ich aus, aber an der Stelle sind wir doch noch gar nicht. So weit bin ich doch noch gar nicht, dass es darum geht. Ich bin ja erstmal an dem Boss und solange ich den machen muss, ist alles, was du mir sagen kannst, ein Können und kein Müssen. Warum rolle ich nicht einfach unter dieser Attacke durch? Unter seiner Styroporhand. Styroporrückhand. Das würde einen Haufen Ausdauer sparen. Und ein Damage für mich vielleicht. Und Zeit. Komm. Drück B, ne? Aber weil ich zu nah an ihm dran war, ging's glaube ich nicht. Du könntest mir ein Wort geben als Tipp. Ich bin doch noch gar nicht so weit, dass ich zum Ende muss. Warum wird hier das Ende forciert? Stopp! So weit sind wir noch gar nicht. Was soll denn das? Willst du, hast du keinen Bock mehr auf Dark Souls 2, dass ich Dark Souls 2 spiele?
Sollen wir es beenden? Sollen wir zu Dark Souls 3? Willst du mir nicht mehr länger zugucken in Dark Souls 2? Wird's dir zu viel? Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, ne? Wenn man Dark Souls selber geschafft hat, dann muss man andere dabei leiden sehen. Ansonsten kann man das nicht verarbeiten. Scheiße. Ich weiß doch, dass er mich da treffen kann. Okay. Ah, fuck. Da das, der doppelte Schaden und das Saufen hat mir doch gar nichts gebracht. Knie. Aufs Knie gehauen. Ich habe schon wieder keinen Schaden jetzt durch sein Knie gekriegt. Ich verstehe es nicht. Manchmal macht sein Knie Schaden, manchmal nicht. Keine Ahnung. Ah, ich habe zu spät gesoffen. Aber es reicht. Ah, die eine Schelle habe ich jetzt kassiert, weil ich wieder gierig nach Schaden war. Komm. Oh. Weg hier! Okay. Wie schnell er da nach seinem Schwert greifen kann, ne? Ich habe voll genau richtig gedrückt in die richtige Richtung, die richtige Taste und alles, aber dieser Angriff kommt so schnell. Ist aber auch so ein bisschen so ein Rumgezubbel, ne? Schon wieder schlecht animiert. Er macht da kurz so ein Zappler nach hinten, der ganz seltsam aussieht. Recht unnatürlich. Also, dafür, dass es ja einen humanoiden Gegner darstellen soll, gut, vielleicht hat er auch magische Zuckungen oder so. Kann ja sein. Dass ihn irgendeine Art von Magie durchfährt, die ihn unter anderem sein Schwert plötzlich so leicht wie Styropor wirken lässt. Also, dass er plötzlich viel mehr Kraft hat. Das hat alles mit Magie zu tun. Magie und Magnetismus sind die Zauberwörter in Dark Souls. Du sollst mich mit dem dicken Ding verkloppen, Kollege. Ist gut, danke. Jetzt kann ich dir keinen Schaden machen, weil du so lange mit deinem Kleinen auf mich drauf geprügelt hast. Ich will den dicken Prügel! Danke. So, jetzt aufs Knie. Aufs Knie. Der arme Typ. Was dem sein Arzt wohl sagt, ne?
so oft schon eine aufs Knie bekommen. So sieht man, dass du selber kein Vollhorst bist, ja. Ich zweifle langsam aber auch an mir so ein bisschen. Mist, ich hab gedrückt, aber die Styroporschwert-Rückhandschelle, die knallt einfach rein, ey. Ich drück mittlerweile echt doppelt fest auf die Saufen-Taste, weil ich Angst habe, dass er nicht trinkt. Weil das Spiel irgendwie dann doch ab und zu mal die ein oder andere Eingabe verschluckt hat. Ach, come on. No. Ach fuck, ich bin wieder mitgelaufen. Ich weiß nicht, ob es geklappt hätte, wenn ich stehen geblieben wäre. Oh oh. Ja, das... Da hätte ich nicht mal rückwärts rollen können, weil hinter mir die Wand war. Ah, wisst ihr was? Ein Ticken einfacher können wir es uns ja machen. Oder ich mir, nicht wir uns. Ich mach's mir ein Ticken einfacher. Mit so viel Menschlichkeit. Kein Ding. Okay. Diesmal hat wieder das Schadensknie getriggert. Der Knieschaden. Ey, ganz ehrlich. Lieber Staubritter, wir könnten in Zukunft immer so kämpfen, weil Phase 1 ist einfach nur Zeit rauszögern. Kollege, wie wär's, wenn wir in Zukunft uns ein bisschen mehr... hart verprügeln? Damit wir beide auf die Fresse kriegen, damit wir schneller zu Phase 2 kommen können. Ja, guck mal.
Alles klar, let's go. Schau mal. Oh nee, das ist was anderes. Oh, lucky. Komm. Ja. Ach, ich bin schon wieder mit dem Ding mitgelaufen, ne? Nee, komm mal hier rüber, bitte. Komm mal kurz her. Ja, so ist gut. So können wir das machen. Ah, ich hätte vielleicht saufen sollen. Statt, ja, genau. Ich habe gedrückt, weil ich wusste, was kommt. Aber ich muss... Früher. Ich muss schneller drücken. Scheiße. Ich bin durch die erste Phase, bin ich einfach so langsam geworden, weil ich den, das sehe ich jetzt alles und keine Ahnung, meine Reaktion da drauf ist so, ja, dahin ausweichen, hierhin ausweichen, ja, dahin, hierhin, ja, Bastel, dahin hier draufhauen, jawohl, da ein Heiltrank, jawohl. Und dass ich einfach in Phase 2 jetzt nicht mehr so aufmerksam bin. Ja, genau. Genau solche Sachen jetzt in Zukunft. Ein bisschen mehr, dass ich dich zweimal hitten kann und du mich am besten gar nicht. Weil Phase 2, Phase 1 haben wir ja jetzt, oder? Haben wir oft genug gemacht, Kumpel. Ja, da mal noch was Neues ausprobieren. Da wollte ich ein Ausweichen testen. Hat nicht geklappt. Bleiben wir beim Alten. Aber hier ist wichtig, dass ich den ausweiche, wenn ich keine Ausdauer habe. Ganz wichtig. Ja, ja, es ist Fortschritt. Also ich sehe jetzt auch... Ich sehe jetzt die Angriffsmuster von Phase 2, kann ich jetzt erkennen. Aber die habe ich ja gestern nicht mal erkannt. Das war für mich, keine Ahnung, absolutes Kauderwelsch. Jetzt sehe ich's. Also, wir kommen dem Ende immer näher und näher und näher. Jetzt kann ich auch schon echt viel Unsinn nebenher brabbeln. Währenddem wir uns hier gegenseitig verprügeln. Ich meine, ich habe bis jetzt noch nicht einen Heiltrank gebraucht. Den ersten Heiltrank jetzt, damit ich in Phase 2 gut drauf bin. Na, wir warten mal auf Ausdauer. Und auf den Unsinn. Autsch. Ach, das ist so eine Arschlochnummer, dass er mir das Zeitfenster nicht fürs Ausweichen reicht. Ja, ich habe auch ein Ende gesehen gerade. Ich habe ein Ende gesehen, aber es hätte auch geklappt, wenn es einfach, ich weiß es nicht. Ich habe die Ausweichentaste gedrückt, wahrscheinlich eine halbe Sekunde, ein paar Frames zu früh, wo er noch in der Aufstehen-Animation war.
Aber ich glaube, wenn ich später gedrückt hätte, hätte es nicht mehr gereicht. Also meine Vermutung ist hier, dass das Zeitfenster wenige Frames sind, in denen man hier... Oh, okay, das hat mich jetzt wieder überrascht. Okay. Mach mal nicht. Ja, fangen wir nochmal von vorne an. Mach nochmal von vorne. Bist du jetzt ein bisschen verärgert, dass ich dich so weit runtergeprügelt habe, ne? Bisschen verärgert, dass ich dich so weit runtergeprügelt habe. Ich wollte gerade looten. Zu spät gesoffen. Aber er ist gnädig. Ich will es schneller zu Phase 2 bringen. Und es bringt halt nichts, weil jetzt sterbe ich. Scheiße, Mann. Ich habe keine Lust mehr auf Phase 1. Staubritter, versteh das doch. Ich brauche jetzt dann mal einen Schluck zu trinken. Ich will nicht mehr Phase 1 machen, die kann ich jetzt. Hör auf jetzt. Ist gut. Und auch Phase 2 kriegen wir hin. Komm schon. Guter Mann. Ach komm. Die 5 HP, die nehmen wir noch mit. Zehn Minuten Bossfight, um dann in der letzten Phase zu wipen. Ja. Kennt man. Zweihändig schlage ich ein bisschen schneller zu mit dem Katana. Okay, lol. Was passiert hier? Hoppla. Ach, ich hab Ausweichen gedrückt. No! Das war jetzt saudumm. Ich hab aus Versehen Schlagen gedrückt. Ich wollte eigentlich weg nach hinten ausweichen und bin aus irgendeinem Grund auf die Schlagentaste gekommen. Auf den leichten Schlag.
Oh. Okay. Die Gnade ist mit mir. Shit. Ich hätte den ersten schon ausweichen müssen, damit das klappt. Dann hätte es funktioniert. So leider nicht. Eben, so kann ich... Okay. Warum auch immer... Ey, komm! Lass mich doch mal zwischendurch heilen jetzt. Shitty, shitty, shitty. Magie-Explosion. No chance. Ah. Ja. Über was könnte man sich denn sonst noch so unterhalten? Ich habe Mords den Muskelkater vom Kartfahren am Wochenende gehabt, ne? Und Rückenschmerzen. Und ich glaube, ich habe mir eine Rippe geprellt. Einer von den Kollegen hat uns nicht vorbeigelassen, ey. Wahnsinn. Der blöde Sack. Und wir fahren ja dann Grand Prix, also tatsächlich so mit richtigen, kannst fahren, wie du willst. Mehr oder weniger, also darfst jetzt nicht einfach Vollgas gegen die Wand fahren, ne, aber... Keine blaue Flagge, dass man Gegner überholen lassen muss. Ah, das war blöde. Blöde, blöde, blöde. Ganz viel blöder Schaden, den ich hier jetzt gerade bekomme. Okay, also über alles labern geht doch nicht. Minimal abgelenkt gewesen gerade. Weil ich gerade bildlich vor den Augen hatte, wie ich Kart fahre. Das ist nicht unbedingt das Beste, an was man denken sollte, wenn man versucht, einen Dark Souls Boss zu killen. Ans Kart fahren. Oh oh. Ah, ist gut gelaufen. Gut gelaufen für mich. Was machen wir jetzt? Habe ich mich nicht getraut, auszuweichen. Da habe ich gemerkt, ups, falsche Richtung. Lass uns mal schnell nochmal durch sein Angriffsfeld laufen. Was wird das hier? Scheiße. Wenn dann keine Angriffe kommen, ey. Das hasse ich auch wie die Pest. Nur jetzt war ich verwirrt. Ich habe links oben geguckt und kein Leben mehr gesehen und dann stand ich noch. Da war ich jetzt gerade verwirrt. Wusste nicht, was ich machen soll. Da war ich so, hä? Wie? Was? Was passiert?
Komm, mach was. Du weißt ganz genau, dass ich nur angreifen kann, wenn du was getan hast. Das ist so ein defensives Game, ne? Nix mit aggressiv Angriff oder so. Hier muss man sich echt immer gedulden. Okay. Das ist ein Geduldsspiel. Immer und immer wieder. Ah ja. Komm. Shit. Hat leider... Wow. Gleich noch einen mitgekriegt bekommen. Och, er braucht 100 Jahre, um den Lebensstein zu schlucken. Und das war Panik. Dann habe ich Panik bekommen. Ich dachte, er macht das andere Pieps-Geräusch-Attacken-Ding. Aber er hat den Schwertschwung gemacht und nicht das andere Pieps-Geräusch-Attacken-Ding. Das war gerade Panik. Ah, wenn ich nur schneller irgendwie in Phase 2 kommen würde. Echt, Lebensstein dauert noch länger. Ist das so? Ich dachte eigentlich, der Lebensstein geht schneller. Aber das... Da habe ich mich dann wohl sehr, sehr, sehr getäuscht. Okay. Naja, immerhin habe ich ihm einen Schaden gemacht. Ja, würde mich auch tatsächlich mal interessieren, die genaue Zeit, die es braucht, um den zu schlucken. Ah, ich habe zu spät gesoffen. Vielleicht denke ich das auch nur, weil ich am Anfang, ging es vielleicht gleich schnell, aber mittlerweile habe ich ja einen höheren Wert. Auch wenn es mir nicht auffällt, dass ich schneller sauf, ich glaube, ich habe einen höheren Wert, dass ich etwas schneller saufen kann.
Shitty. Shitty. Ja, der Estus ist schneller, auf jeden Fall. Ach komm. Ey, man kann, das ist, also, ich muss mich gerade richtig beruhigen, um nicht Assi-Wörter rauszuhauen. so richtig asoziales Schimpfen. Ich könnte mich gerade so darüber aufregen, dass es von meinem Gefühl her nur ganz, 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 ganz wenige Frames gibt, in denen ich hier an der Stelle, wenn er mich niedergehauen hat und dann die Attacke hinterherkommt, dass ich aufstehen kann und dann noch ausweichen kann. Das ist quasi immer ein Kill. Wenn es überhaupt Frames gibt, bei denen man da ausweichen kann oder weggehen kann. Falls es überhaupt welche gibt. Dann sind die so wenige. Ich will dieses Zeug da weghaben, so, das nervt nämlich. Nee, hör mal auf jetzt. Ich brauche Ausdauer. Immer mit dem kleinen Schwert draufprügeln, ey. Das nervt. Hör auf jetzt. Hau mal mit dem Großen zu, dass ich dir auch mal wieder eine mitgeben kann. Wir wollen beide in Phase 2 kommen. Ich weiß, du nicht. Du verstehst das nicht. Du bist ein dummer Bot. Aber ich... Und ich bitte dich, lass mich bitte. Nicht ewig rumpimmeln. Haben wir hier gesagt, ne? Komm. Mal ein bisschen zügiger hier jetzt. Ach nee. Wir haben gesagt, nicht mit dem kleinen Pistolch auf mich einstechen. Wir haben gesagt, hau lieber mit dem Großen zu. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich weiß nicht, warum ich da von ihm weg wollte. Eigentlich hätte ich jetzt dranbleiben müssen. Weil er hat ja diese seltsame Magieattacke nicht gemacht. Wenn er die macht, dann muss ich weg. Estus is superior to life gems since it heals much faster and you can use it faster. Life gems are a great thing for if you get poisoned, they balance out the damage. Wow. Ja, heals faster, aber das wussten wir ja schon.
wow. Ja, da habe ich meine Ausdauer nicht im Blick gehabt. Da hätte ich den letzten ausweichen müssen. Ja, dass ich hier muss ich eigentlich auch immer ausweichen. Das ist... Warum ich hier den letzten einfach so akzeptiere und der mich so nah ans Ausdauerlimit bringt. Da kann ich eigentlich ausweichen. Okay. Die Reichweite war gerade schon wieder strange. Ja. Keine Ausdauer, kein Leben. Weil er wieder eine seltsame Reichweite gehabt hat. Die eigentlich... Also das muss ganz, 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 ganz knapp gewesen sein, wirklich. Ah, in solchen Situationen würde es mich wirklich mal interessieren... Da würde ich gerne dann das Bild anhalten können und mit einem Lineal die Entfernung abstecken. Und die Reichweite seines Schlags wissen gerne, so dass, um zu wissen, okay, boah, krass, ein halber Pixel. Nur ein halber Pixel von seinem Schwert hat mich da erwischt oder so. Das würde mich echt mal interessieren. Wäre spannend zu sehen, sowas. Probier es aber auch immer wieder. Ja. Ja, 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 ja. Ah, Leute auf Twitch, bleibt noch einen Moment dran. Mal einen kurzen Outro für YouTube und da sage ich... Ich konnte euch... Es geht nicht. Ich kriege ihn nicht kaputt. Auch wenn ich jetzt so viel weiter schon bin. Ich bin schon wieder 2 Stunden dran. Ich hatte einen Versuch, der nah dran war. Es sind jetzt mit gestern. Gestern waren es, glaube ich... 5 Stunden Dark Souls insgesamt? Ja. 5 Stunden und davon waren 4,5 der Bossversuch. Das heißt, wir sind jetzt bei 6,5 Stunden. Nee, sogar mehr. Ja, doch, 6,5. Ziemlich genau 6,5 Stunden mache ich jetzt schon an diesem Boss rum. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Und dann liegt er hoffentlich... Mir ist es mittlerweile schon egal. Ich spiele es nur noch, um es abzuschließen. Ich bin am Ende. Es hat mich emotional abgestumpft. Komplett. Außer, ah ja doch, da die eine Szene, da war ich nochmal kurz davor zu schimpfen wie ein Rohrspatz. So ganz, ganz knapp davor. Aber es stumpft mich weiter und weiter ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.